Hallo Stier, hallo Jungfrau, hallo Steinbock. Heute gibt es für alle drei eine bestimmte Botschaft. Bleibt dran, die Nachrichten gehen nicht lange, aber sind super, super wertvoll in allen Bereichen. Stier, was ist für dich? Der Kosmos konspiriert auf deiner Seite, Stier. Deine Kreativität wird sich noch mehr entfalten. Es kommt ein Projekt auf dich zu, was dich nicht nur finanziell bereichern wird, sondern spirituell, emotional, menschlich. Überwinde deine Ängste, okay? Lasse es nicht zu, dass die Habgier, das Mentale, das Rationale dich irgendwie aus der Bahn bringen kann, okay? Die Zahl 1, die Zahl 4, die Zahl 5 werden von Bedeutung sein. Stier, mache noch mehr aus deiner Kreativität, aber lasse dich nicht, ja, von Negativitäten, Starrsinn, irgendwie überrannen und verführen. Vorsichtig, das Universum konspiriert auf deiner Seite. Jungfrau, du bist in einer Vorbereitungszeit, in einer Situation, wo Rituale, wo Gebete, wo Manifestationen, wo Dekretierungen immer mehr Hand gewinnen in deinem Leben. Du bist schon vor dem Altar der geistigen Welt getreten. Du trittst vor dem Altar der geistigen Welt. Jungfrau, du bist in einer wunderschönen Vorbereitungszeit. Bitte und du wirst empfangen. Okay, alles wird sich zu deinem Gunsten drehen. Es ist mega geil. Die Zahl 3, die Zahl 9, 39, 93 und die 12, die 1 können von Bedeutung sein. Steinbock, wow, raus aus Obsessionen, rein ins Abenteuer. Der Steinbock wird in den nächsten paar Tagen, in den nächsten Stunden etwas Wichtiges beobachten, eine neue Erkenntnis schaffen. Jemand beobachtet dich auch, jemand hat Interesse an dir. Es geht darum, Steinbock, deine Bewusstseinsebene ist richtig geil. Mach noch mehr draus, raus aus Anhaftungen, rein ins Abenteuerleben. Es kommt ein neues Aufblühen für Steinbock, okay, und das finde ich mega geil. Stier, Jungfrau, Steinbock, für euch dreien als Erdelement, Erde, heißt es, nicht wie ein Schlafwandler einfach nur so durchs Leben wandeln, sondern bewusst die Träume wahrnehmen, bewusst Illusionen umsetzen, bewusst für dein Wohlbefinden etwas tun und einfach nur den Genuss des Daseins leben. Wow! Ich wünsche euch alles Liebe, Stier, Jungfrau, Steinbock von mir. Möchtet ihr eine private Legung, eine zielorientierte Therapie, schreibt mich an. Okay, 5 Termine habe ich nur noch frei. Notfalltermine für am gleichen Tag vergebe ich auch, aber dafür muss ich spüren, dass deine Energie es wirklich auch ja richtig nötig hat. Okay, schreib mich einfach an und ich gebe dir zeitnah Termine. Bis dahin, alles Liebe, bau. Wow.